So, da sind wir auch schon wieder. Wir waren jetzt bei Arthur in der Taverne und haben ihm die Informationen gegeben. Als nächstes wollen wir uns in Richtung Nordtor aufmachen, um den Botengang für den Krämer am Hafen zu erledigen und dem Wirt sein Päckchen zu bringen. Außerdem wollen wir uns dort ein helles Pferdocker für die Wache am Südtor besorgen, die uns netterweise Informationen über die Piraten gegeben hat. Aber bevor wir das machen, will ich doch mal kurz herausfinden, was es mit dem Jungen am Brunnen auf sich hatte. Der hat sich nämlich schon etwas merkwürdig verhalten. Deswegen denke ich mal, der Brunnen führt irgendwo hier unten in eine Zisterne. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja etwas heraus. Hier scheinen sich auf jeden Fall welche zu kloppen. Nein, ich werde die Fässer nicht zerteppern. Ich bin im Spiel hier immerhin nicht Diablo. Ah ja, genau. Hier geht der Brunnen runter. Hier hinunter und da ins Wasser. Und hier steht komischerweise eine Frau, die schon seltsam die Hände auffällt. Was wollt ihr? Verschwindet! Nicht so unfreundlich. Was macht ihr hier? Nichts. Was soll ich hier machen? Ich stehe und warte. Verschwindet! Und auf was wartet ihr genau? Auf meinen Sohn. Und nun verschwindet. Ist euer Sohn zufällig der oben am Brunnen? Ah ja, okay, das kann ich dann leider nicht. Einfach so. Was wollt ihr? Verschwindet. Gucken wir mal kurz, wie viele Abenteuerpunkte. Ich habe 18 Steigerungspunkte, deswegen werde ich mal versuchen, meine Menschenkenntnis etwas zu erhöhen. Damit dürfte ich sie vielleicht dann rumkriegen können. So. Was wollt ihr? Verschwindet. Nein, kann ich immer noch nicht. Das war dann also etwas unnötig. Hier hinten kämpfen sie wohl in einem illegalen Kampf. Da will ich mich nicht mit reinziehen lassen. Deswegen verschwinde ich wieder auf dem Wege, den ich gekommen bin, beziehungsweise hier geradeaus die Treppe hoch. Schade, schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Da müssen wir später wohl nochmal wiederkommen. Also gut. Da außerhalb der Mauer ist der Schatz, zu dem wollen wir aber noch nicht. Wir wollen jetzt erst einmal zum Nordtor da oben. Dort wollen wir dann die Stadt verlassen und zu der anderen Taverne gehen. Dann müssen wir uns einen Händler suchen, der uns eine Armbrust verkauft. Ich denke mal an den Bogenbauer da hinten, bei dem wir schon vor 2 Folgen waren, wo ich versucht habe, die Armbrustfähigkeit zu lernen. Aber nun erst einmal zu der Taverne, die man da hinten schon sehen kann. Folgen wir am besten hier dem Trampelpfad dorthin. Yep. Schnellreise zum sanften Ochsen freigeschaltet, sehr schön. Erzähl mir nichts, du bist ein Spion aus Al-Anfa. Du schaust so finster drein wie einer dieser Heretiker. Hier stehen 2 Söldner rum, die sich um irgendwas unterhalten, aber die ignorieren wir mal und reden mit dem Wirt. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Also erst einmal habe ich eine Lieferung für euch von Olbin. Ah, endlich, ich danke euch. Nehmt doch bitte dies hier für eure Mühen. Oh ja, eine Silbertaler, 3 Heller, das ist nicht viel, aber es ist wenigstens etwas. Kann ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, und zwar möchten wir gerne ein helles Pferdocker. 2 Heller, das geht ja noch, und Handel abschließen. So. Jetzt werde ich mal die Schnellreise benutzen, um uns nach zum Südtor zu bringen und dann zum Markt. Also bringen wir dem hier das helle Pferdocker. Seid gegrüßt. Ein humpelhelles Pferdocker hier, bitte. Ah, seid gepriesen. Und 8 Heller verdient. Das ist sehr schön. Und jetzt wieder zum Marktplatz. Feinste
Schmuckwerk aus fernen Landen. Fein, ja, Schmuck brauchen wir keinen, Junge. Also uns brauchst du das nicht andrehen. Was ich auch sehr schön an diesem Spiel finde, ist die Lebendigkeit der Städte. Also, dass hier sich die Leute richtig unterhalten und einem auch teilweise komische Gestalten entgegenkommen. Zum Beispiel eine Frau, die ihren Mann mit dem Nudelholz jagt. Jetzt wollen wir alles aber... Für die Jagd. Bögen, Pfeile, Zubehör. Ja, genau. Alan Vassalan, herzlich willkommen. In der ganzen Stadt werdet ihr keinen genaueren und sorgfältigeren Bogenbauer finden. Überzeugt euch selbst. Ja, deswegen wollen wir etwas von euch kaufen. Habt ihr denn eine Armbrust? Nein, ihr habt nur ein Rezept für eine Armbrust. Das ist praktisch. Aber wir können uns... Nein, ich kann mir keine Bolzen kaufen. Die kann ich mir nämlich gerade nicht leisten. Könnte das Würsel... Ach, Teller fürs Würselkraut. Das ist doch gar nichts. Handel abschließen. Probieren wir es doch mal beim... der Kaserne. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Gehen wir noch mal ans Nordtor und da zur Kaserne. Hier dürfte irgendwo ein... Genau, da hinten ist ein Zeugwart. Der hier hat vielleicht eine Armbrust für uns. Kann ich helfen? Wie wäre es mit Rüstzeug oder einem guten Schwert? Ja, was hast du denn? Oh, gibt es etwas für mich zu tun? Fragen wir erstmal. Wir haben hier ein paar Steckbriefe für eine Bande der übelsten koscher Verbrecher, die sich in der Gegend herumtreiben soll. Die berüchtigte Beckerbold-Bande. Drei gerissene Brüder und ihre Mutter. Nimm dich vor diesem Gesindel in Acht. Es sind alles üble Räuber, Halsabschneider und Mordgesindel. Schau dir die Steckbriefe gut an. Sie enthalten immer Informationen zu dem Gesuch. Ja, ein bisschen Geld können wir immer gebrauchen. Wir sind mit zwei Dukaten ja ziemlich pleite. Hier ist der Steckbrief für den jüngsten Bruder Odo Beckerbold. Ein übler Bursche. Bring mir einen Beweis, dass du ihn dingfest gemacht hast. Und die ausgelobte Belohnung sei dein. Okay, das können wir ja machen, wenn wir ihn finden. Mal sehen, ob ich den Kerl aufspüren kann. Gibt's denn sonst noch was? Interesse an neuem Rüstzeug? Ja, uns würde interessieren, ob du eine Armbrust im Angebot hast. Nein, auch nicht. Dann stehen wir hier wieder am Anfang. Der Hauptmann wird uns nämlich nichts verkaufen. Vielleicht haben wir bei Laureli nachher mehr Glück, wenn wir dann durchs Osttor endlich mal zu ihm gehen. Aber bevor wir das machen, lesen wir mal kurz den Steckbrief. Den packen wir mal hier hin. Odo Beckerbold, gesucht wegen Wegelagerei auf den Treidelfahrt zwischen Nadoret und Ferdok. Oh, okay, wo soll der bitteschön sein? Naja, sei es drum. Reisen wir jetzt erst einmal wieder zum Marktplatz. Und gehen endlich zu unserem Lehrmeister. So, hier zum Osttor raus. Und dann müssten wir da hinten die Pilzsammlerin finden. Hier in der Gegend. Da haben wir noch Würselkraut in ihrer Nähe. Ja genau, da ist die Pilzsammlerin. Sammeln wir mal das Würselkraut ein. Fehlschlag. Dann spreche ich mit der Pilzsammlerin. Oh, kann ich helfen? Ja, das kannst du. Der Hafenmeister hat uns gesagt, du wüsstest, wo wir Meister Laurelin finden. Oh, ja, das kann ich wohl. Ich verbringe den ganzen Tag hier draußen und kenne mich daher aus. Wisst ihr, einmal, da habe ich ein ganz seltenes Kraut gefunden und... Okay, jetzt fängt sie an zu palavern. Das ist aber sehr interessant, aber ich würde gerne nur den Weg wissen. Oh ja, verzeiht. Ich neige dazu, etwas abzuschweifen. Ah, schon okay. Sie ist eine alte Frau, das nehmen wir immer nicht übel. Geht diesen Pfad hinter mir entlang. Ich zeichne euch Laurelins Lager auf der Karte ein. Ihr könnt ihn da nicht verfehlen. Dankeschön. Ach, meidet die Trollbrücke beim Wasserfall im Süden. Dort lungern wirklich Trolle herum.
Die sind gefährlich. Okay, das vermeiden wir dann. Dankeschön. Gerne. Einen schönen Tag wünsche ich. Euch auch. Er war ein Held. Ach, war er schön. Ich sollte ihn nicht... Also, den Pfad hinter ihr entlang gehen. Ah, hier sind noch Eisbären. Ah, 5 Eisbären gesammelt. Und nochmal 6. Bleichmohn will ich jetzt nicht unbedingt, aber Würselkräuter. Ach, das da hinten müsste dann die Burg von dem Baron sein. Würselkräuter Fehlschlag. Wieder Feuerfliegen, die wir ignorieren können, da die uns nicht feindlich gesonnen sind, auch wenn sie mit einem roten Punkt markiert sind. Hier müsste Laurelins Lager sein, laut der Beschreibung der Kräuterfrau. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein hohler Baumstumpf. Mal sehen, ob wir da drin was finden können. Ulmholz. Ah, sehr schön. Aus Ulmholz können wir uns unsere eigenen Pfeile machen. Ein friedlicher Dachs. Hier sind die Kreaturen. Oder liegt das daran? Ich habe noch nie einen Geoden gespielt. Es kann auch sein, dass die Kreaturen deswegen so friedlich zu mir sind. Weil ich mit der Natur im Einklang bin. Oder was heißt? Weil ich halt gelernt habe, mit der Natur im Einklang zu sein. Das, obwohl ich ein militärischer Zwerg war. Trolle. Super. Nein, von euch will ich nichts. Ich will Trollbrücke. Müssen wir jetzt extra außen rumgehen. Suchen wir uns erst einmal außen rum einen Pfad. Wenn ich dann... wohin geht's? Da geht's zurück nach... Ah, okay. Jetzt habe ich's kapiert. Ich bin blind auf den Augen. Der Weg war schon richtig. Sammeln wir noch mal ein paar Eisbären ein. Wieder ein Fehlschlag. Ich sollte mir wirklich mal so eine Kräutersichel besorgen. Wie hoch ist denn eigentlich unser Pflanzenkunde 4? Hm. Das können wir dann auch ruhig steigern. Pflanzenkunde und Alchemie für den Hauptcharakter. Meine Alchemie... Jedenfalls Eisbärsäft und Heiltränke. Und in unserem Fall wären auch Astralenergietränke sehr wichtig. Ah ja, hier steht's ganz groß, Laurelin. Und wir verfehlen es auch noch. Oh, und da steht er auch schon. Also. Ah, ich finde das so schön, so ruhig und... Sammeln wir, bevor wir mit ihm sprechen, noch ein paar Eisbären ein. So. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Ja, hier gibt es jede Menge Eisbären, die ich einsammeln kann. Versuchen wir das unser Glück doch, bevor wir mit ihm sprechen. Fehlschlag. Ist immer gut, ein paar heilende Eisbären dabei zu haben. Wieder ein Fehlschlag. Die habe ich schon. Okay, dann mache ich jetzt hier einen Cut kurz und speichere mal ab. Und dann sprechen wir mit Meister Laurelin. LP 003. Und dann sehen wir uns gleich wieder.